Hallo, wir stehen hier vor dem Cubanova. Normalerweise werden hier Partys, Konzerte, Poetry Slams und andere Kulturveranstaltungen abgehalten. Doch heute findet hier eine ganz besondere Messe statt. Und was das mit dieser Piratenaugenklappe und Spaghetti zu tun hat, das erfahrt ihr gleich von Bruder Spaghettus, dem Vorsitzenden der Kirche des Fliegenden Spaghetti-Monsters Deutschland. Sie die Messe? Ich fand vor allen Dingen das Publikum absolut spitze. Also ich möchte fast sagen, wir haben heute tatsächlich den ganzen Saal überzeugt. Ich glaube, es ist keiner sitzen geblieben, außer vielleicht welche, die nicht gut laufen konnten. Und der schönste Erfolg war, dass tatsächlich auch noch Jugendliche vom Kirchentag hier dabei waren und sehr nett mit uns geredet haben und auch mit uns gemeinsam das Heilige Abendmahl eingenommen haben. Das ist wirklich sehr bemerkenswert. Was ist denn Ihr Glaube? Also woran glauben Sie? Ich glaube an die Nichtexistenz von Dogmen, an die Pflicht zum Zweifeln. Eigentlich rede ich sogar lieber davon, dass ich denke oder annehme. Das Wort Glaube ist leider doppeldeutig in der deutschen Sprache, deswegen versuche ich es zu vermeiden. Ansonsten glaube ich an die Kraft des Menschen, an meine eigene Kraft, an die Kraft unserer kleinen Familie, an die Kraft meiner Freunde und an die Hilfe, die wir uns gegenseitig geben. Was ist das Lustigste oder das Motivierendste für Sie an der Kirche des Fliegenden Spaghetti-Monsters, wo Sie sagen, so ja, das treibt mich an oder das motiviert mich jetzt hier mitzumachen? Das ist erstmal die wirklich witzige Grundidee. Ich finde, das ist eine ganz, ganz andere Art und Weise, mal an Leute heranzutreten und Ideen unter die Menschen zu bringen. Ich denke, wenn man heute mal die Altersmischung hier gesehen hat, dann hat man auch gemerkt, dass das besonders in der jungen Generation sehr viel Anklang findet. Das gibt natürlich Freude und es gibt natürlich auch viel Freude, die Leute, die man dabei kennenlernt und die Erlebnisse, die man dabei hat. Würden Sie sich eine Gleichstellung der Kirche des Fliegenden Spaghetti-Monsters mit anderen größeren Gemeinschaften, wie zum Beispiel der katholischen Kirche oder der evangelischen Kirche, wünschen? Unbedingt. Dafür kämpfen wir schon seit Jahren. Allerdings anders, als die meisten sich das vorstellen. Wir möchten die Gleichberechtigung aus unserer Ebene. Also wir möchten nicht Körperschaft des öffentlichen Rechts werden, sondern wir möchten, dass die Kirchen dem Vereinsrecht unterstellt werden. Und genau wie wir alle 3 Jahre dem Finanzamt Rechenschaft über die Verwendung der Gelder abgeben müssen und so weiter. Also einfach Abschaffung des Status der Körperschaft des öffentlichen Rechts. Und alle, die jetzt haben, werden ins Vereinsrecht eingegliedert. Super, dann bedanke ich mich ganz herzlich, auch für die Messe. War ein sehr anderes Erlebnis mal. ein prägendes Erlebnis, auch wahrscheinlich die alkoholischste Messe, die ich jemals miterleben durfte, obwohl die katholische Messe ja auch nicht so unalkoholisch ist. Also bitte, und mal ganz abgesehen vom Alkohol, Weihrauch ist eine der härtesten Drogen. Tatsache, ja, Weihrauch hat Drogenwirkung. Ist nicht umsonst, dass dort so viel geschwenkt wird. Ich habe so ein Stöfchen bei mir im Zimmer, vielleicht soll ich das nochmal überdenken. Ja, super, dankeschön. Jo, bitteschön. Ja, das war also die Nudelmesse aus dem Cubanova in Münster. Es war unglaublich heiß, es sind unglaublich viele Nudeln verzehrt worden und es waren unglaublich viele Menschen da, um sich mit den religionskritischen Ansätzen von Bruder Spaghettus zu beschäftigen. Nichtsdestotrotz bildet diese Messe ein wichtiges Gegengewicht zum Katholikentag in Münster, der ja eher christlich-religiös geprägt ist. Und viele Menschen hier haben auch gesagt,
dass sie auf beiden Seiten Punkte gefunden haben, von denen sie sich angesprochen gefühlt haben und auf beiden Seiten gerne zugehört haben. Es waren auch viele Besucher vom Katholikentag hier, die gesagt haben, dass sie die Position der Kirche des fliegenden Spaghetti-Monsters verstehen können und die Kritik auch annehmen können.